Wenn es Herrn Putin nicht gäbe, würde Washington mit uns Schlitten fahren. Ja. Das geht aber nicht, weil ihnen gerade eine Konkurrenz in Europa erwächst. Wir kommen wieder in diese bessere im globalen Zusammenhang, nicht im Einzelnen, das wäre kompliziert zu erläutern, Situation hinein, wo eben in Europa Konkurrenz zur Washingtons Herrschaft besteht und dann geht es den Europäern besser. Warum? Washington kann sich nicht so unverschämt bedienen und so unverschämt Befehle erteilen, wie es das könnte, wenn es Russland eben nicht gäbe. Und insofern meine ich, dass für jeden Systemkritiker in Europa Putin der geborene Partner ist, weil er letztlich hilft, diese wahnsinnige, dreiste, aggressive, mörderische, skrupellose Macht Washingtons einzuschränken. Ja. Und wenn man die Russen kennenlernt, wenn man diese niedlichen kleinen Häuschen sieht, die man eben auch in der Ukraine sieht, ja, und so weiter, dann weiß man, das sind sehr im Grunde ihres Herzens schlichte Menschen, heimatverbunden. Die wollen ihre Ruhe haben. Aber auch mit einer großen Seele. Mit einer großen Seele, einer großen Offenheit, ja, und interessanterweise gerade für Deutsche. Und trotz dieses ungeheuerlichen Blutopfers von fast 30 Millionen Russen, die da gestorben sind, das ist schon wirklich ungeheuerlich. Und insofern kann man das eben nur dankbar annehmen. Und wenn es ein so gutes Verständnis gibt, dass der alte Professor Daschitschew sagt, Herr Hörstel, so gut wie wir zusammenstimmen, so muss das mit Russland und Deutschland werden. Ja. Das, und ich fühle das genauso. Und das wünschen sich, glaube ich, auch. Das wünschen sich alle. Und dann hat er etwas gesagt, das fand ich großartig. Das hat mich richtig erschüttert, aber ich glaube, ich habe ihm zugestimmt, ganz spontan, hat gesagt, und so wird es kommen. Das glaube ich auch. Im Grunde genommen können wir unsere Massenmedien ganz einfach lesen. Nicht? Wir drehen es einfach um. Wenn wir sagen, das Gegenteil, genau, das Gegenteil von dem, was die über dieses Thema schreiben, ist absolut akkurat. Richtig, und genau. Diese Medien kann man eh vergessen, das sind also dumme, gekaufte Schwengel, müssen wir gar nicht ernst nehmen oder wie gesagt andersrum lesen, dann macht Spaß. Und ich lese diese Medien, weil ich weiß, wissen will, mit welchem Ziel und mit welchen Argumenten und so weiter wir belogen werden sollen. Mhm. Im Grunde genommen können wir unsere Massenmedien ganz einfach lesen. Nicht? Wir drehen es einfach um. Das Gegenteil von dem, was die über dieses Thema schreiben, ist absolut akkurat. Im Grunde genommen können wir unsere Massenmedien ganz einfach lesen. Nicht? Wir drehen es einfach um. Das Gegenteil von dem, was die über dieses Thema schreiben, ist absolut akkurat. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Bei mir ist Christoph Hörstel. Ich freue mich sehr, dass er bei uns das erste Mal bei Bewusst TV ist. Man hört schon viel von ihm. Journalist, früher bei ARD, aber auch Berater von Firmen wie Siemens. Am besten stellen Sie sich mal selber vor, dass wir so ein bisschen Einblick kriegen, auf wie der Werdegang ist und auch der Wechsel von, sag ich mal, Mainstream-Medien früher. Ja. Was ist da passiert, dass man merkt, da kann ich eigentlich nicht mehr so recht reinpassen, oder wie ist das passiert? Ganz genau so. Nicht? Ich war 14 Jahre lang freier Mitarbeiter bei der ARD und das hat eigentlich angefangen damit, dass ich mich für Afghanistan interessiert habe und habe etwas gemacht, was normale freie Mitarbeiter gar nicht machen. Sie fangen im Kriegsgebiet als Kriegsreporter an. Da war ich also zarte 27 Jahre alt und habe die Mujahideen begleitet und hatte sehr gute Bilder dabei und das hat die ARD interessiert und irgendwann bin ich Festangestellter geworden. Das war noch alles normal. Aber nach 14 Jahren, ich sag mal so nach 12 Jahren, bekam ich irgendwie ungute Gefühle, weil einfach die Kämpfe so zunahmen, die internen um Themen, um Ansichten und Dinge, dass ich das Gefühl hatte, das kann ich nicht weitermachen. Und dann gab es einen Moment, es gibt ja immer in so einem, bei einer Lebensänderung gibt es ja immer einen Schlüsselmoment sozusagen. Mein Schlüsselmoment war eben eine Palästina-Sendung. Und da hatten wir, das habe ich auch schon mal erzählt, und da hatten wir mehrere Tage lang allerhand Experten, eine ganze stattliche Anzahl von Zionisten und Pro-Israelis und was gehört. Und es fehlte schlicht, das war bei Phoenix, ein Sender, den ich ja mit aufgebaut hatte, ab 97. Ja. Und da fehlte ganz einfach die andere Seite. Ja. Ja? Der Sender hatte das Motto, machen sich das ganze Bild. Ich habe als stellvertretender Redaktionsleiter intensiv dafür gekämpft, dass wir das auch erfüllen. Sehr zum Wohlgefallen der Vorgesetzten, bis eben zu dem Punkt, wo die andere Seite nicht mehr erwünscht war. Den hatte ich da also mit Kunst und Genuss gefunden.
Und ich habe dann tatsächlich bei der Hamas angerufen, 99, und habe gesagt, ich brauche einen von euch. Die waren so platt, die waren, also wären, glaube ich, im Traum nie drauf gekommen, ja, dass einer aus den NATO-Staaten sie anruft und will einen Interviewpartner, und haben sehr klug reagiert und haben mir einen alten Bauern gegeben. Hm. Ein mindestens 70-jähriger Mann saß da, reizend, ganz höflich und diese schöne arabische Art, die es eben, eben gibt, und erzählte, dass er durch die Behinderung der Israelis mit seiner Familie nicht mehr in seine Ölbäume kam. So schlicht war das. Und der Mann war gerade bei diesem Punkt, er war 3 Minuten lang auf Sendung. Ich war der Chef vom Dienst der Sendung. Ich saß unten in der Regie. Ich hatte jemanden im Studio, der das Interview führt. Es war ein Dolmetscher da. Rief der Programmgeschäftsführer persönlich bei mir unten in der Regie auf dem roten Telefon sozusagen an und sagte, der Mann muss runter vom Sender. Und dann sagte ich, also ich bitte darauf, Entschuldigung, ich bin jetzt Chef vom Dienst, und hier haben wir eine Woche lang die gleiche Meinung gehört, alle aus einer Ecke. Ich verstehe meinen Job so, dass ich sage, jetzt kommt mal die andere Seite und das ist dann auch wieder vorbei und gut ist. Nein, er muss sofort runter. Das ist eine dienstliche Anordnung. Und ich weiß noch, also ich hatte das Gefühl, wenn ich jetzt eine Handgranate gehabt hätte, hätte ich die eingesetzt. Die hatte ich nicht, ja. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das war's. Ich wusste in der Sekunde, das war's. Und ich habe dann eine Videokassette einlegen lassen und bin 2 Stunden spazieren gegangen, was den ganzen Laden total aufgeregt hat, weil der Chef vom Dienst einfach nicht verfügbar war. Aber ich wusste, das Ding läuft 2 Stunden und zur Hölle mit euch. Ja. Und dann habe ich eben gekündigt und ging danach zu Siemens. Das hat auch nochmal 2 Jahre gedauert. Und da habe ich gesehen, dass es in der Wirtschaft nicht besser ist als sonst wo. Siemens war schon in dieser Phase vor diesem riesigen Korruptionsskandal 2006. 99 bin ich da so hingewechselt, und man kann nur sagen, Herr von Pierer wollte weg, und sagen wir mal, weil ich seinen aufgebauten Nachfolger demontieren musste wegen gewaltigen und potenziell sehr teuren Unsinns. Deswegen wurde das keine glückliche Zusammenarbeit über längere Zeit. Und dann habe ich mich eben selbstständig gemacht und Schluss war mit Journalismus und bin Beratung habe ich ja schon sehr frühzeitig gemacht. Ja. Ich habe ja angefangen mit Beraten schon 85, als ich das erste Mal nach Afghanistan ging. Ja. Und ich habe das immer parallel betrieben. Das war eine sehr gute Nummer. Ja. Das ging einfach. Mhm. Das verträgt sich. Das hat sich dann überhaupt nicht. Eigentlich natürlich überhaupt nicht. Aber ich habe es einfach gemacht und ich habe auch keinen gefragt. Und das war deshalb gut, weil ich eben einen offiziellen Auftrag hatte. Der sorgte für wie soll man sagen, alle möglichen Zugänge. Und der sorgte für ein gutes Cover, will ich mal sagen. Ja. Und darunter habe ich meine eigenen Dinge getrieben, wie nebenbei gesagt, die ganze Branche ja eigentlich machte, nur nie in diesem Bereich. Ja. Ja. Und hatte mit allerhand Geheimdiensten zu tun, in Afghanistan, in Pakistan, in meinem Leben sind es jetzt 14, und habe mich da sehr wunderbar getummelt. Das hat meiner Berichterstattung auch gar keinen Schaden angetan. Ich war ja deswegen nicht beeinflussbar oder sowas und habe immer gemacht, was ich wollte. Und das mache ich auch heute. Und im Prinzip habe ich danach eben die Beratung weitergetrieben und wurde immer systemkritischer. Das muss man eben klar sagen. Ja. Und 2009 habe ich dann eben eine neue politische Richtung ausgerufen, die ich eben zur Partei aufgebaut habe. Inzwischen ja im zweiten Ansatz in der deutschen Mitte. Das hat gerade in diesen Tagen eine enorme Konsequenz, weil ich an Bord der Iran-Shahid, da kommen wir nachher drauf, eben das Verteidigungsprogramm der Partei geschrieben habe. Das durchläuft jetzt die letzten Prüfungsstufen durch die Mitglieder, das ist schon durch den Vorstand durch. Es gibt noch ein paar Änderungen da dran, aber Anfang der nächsten Woche ist es draußen. Und was da passiert, ist eigentlich dies: Diese Partei gibt politische Richtungen vor, und zwar segmentiert nach Ministerien. Wir machen nicht irgendwelche bunten Programme, wo man dann hofft, dass das auch die politische eine Kampfzone überlebt, sondern wir sagen genau für jedes Ministerium, wo wir hingehen. Und sollte es je dazu kommen, dass wir in den Bundestag kommen oder dass wir Koalitionsverhandlungen haben, dann sagen wir ganz einfach, da steht das. Und wenn wir dieses Ministerium bekommen, machen wir das. Und wenn wir das nicht dürfen, dann macht euren Kram alleine. Fertig. Ganz klare Ansage. Es wird ja keine Koalitionsverhandlungen mit uns geben. Und das Programm ist vor allen abgesegnet und da geht kein Millimeter zurück. Und ich sage nur kurz, was sind die Hausnummern in der Verteidigungspolitik? Mhm. Nach 2 Jahren Verhandlungen, wenn dann nicht klar ist, dass die NATO ihre Soldaten aus den Nicht-NATO-Ländern zurückzieht,
heißt es für Deutschland Abmarsch aus der NATO. Ja. Die NATO ist ein aggressives, multikriminelles Bündnis geworden. Das machen wir nicht mit. Ja. Klare Aussage. Ganz klar. Ja. Und da geht auch, da braucht man gar nicht diskutieren. Ja. Klar. Das wird so gemacht. Das ist unisono von allen Mitgliedern so gewünscht. Da gibt es eine 100% Zustimmung dazu. Mhm. Überhaupt keine Frage. Wir gehen nicht als erstes Land, aber garantiert als zweites aus dem Euro raus. Mhm. Das steht jetzt nicht im Verteidigungsprogramm, oder das ist so. Ja. Weil ich mich in letzter Zeit zu Chemtrails geäußert habe, steht auch im Verteidigungsprogramm etwas zu Geoengineering. Das ist interessant, dass man das in die militärische... aber da ist es ja. Die andere Seite macht das. Das ist militärisch. Also machen wir das auch. Genau. Ja. Und was steht da drin? Staatshaftung. Kommen alle vergifteten Bürger müssen auf Staatskosten entgiftet werden. So banal ist das. Mhm. Und natürlich ist auch vollkommen klar, Deutschland wird rein auf Verteidigung setzen. Von uns geht keinerlei Gefahr mehr aus. Das wird man an der Strategie sehen, an der Bewaffnung sehen. Und allerdings müssen wir die Truppenzahlen erhöhen. Und es gibt tatsächlich, weil wir sonst uns nicht verteidigen können, das ist klar, bei der gefährlichen Lage, in die wir uns begeben, wenn wir aus der NATO rausgehen, ist klar, dass wir einen größeren Verteidigungsbeitrag leisten müssen. Das ist ja auch der Sinn und das, was die Deutschen eigentlich auch wollen. Sie wollen keinen Krieg, aber wenn, dann niemand zur Verteidigung, aber nicht am Hindukusch. Ja, richtig. Ja. Und das ist eben klar, kein Soldat verlässt dieses Land und macht da irgendwelche dunklen Sachen. Ja. Und das finde ich extrem wichtig, dass das alle wissen. Und natürlich gibt es auch noch etwas anderes, womit wir auch rechnen müssen. Nämlich mit klaren Regime-Change-Aktivitäten seitens Washingtons. Ja. Wir haben diese wahnsinnigen Erfahrungen, die durch die Venezuela gehen musste, Nicaragua gehen musste, ja. Mexiko gehen musste, eine Dominikanische Republik, ich brauche es gar nicht aufzuzählen. Libyen, Syrien, Ukraine, richtig. Im Grunde sind das alles. Ukraine, überall haben die Amerikaner ein vermeintliches Geburtsrecht, nämlich dass sie überall die Regierungen einsetzen, also wechseln und einsetzen dürfen. Das wird bei uns natürlich nicht stattfinden und dafür brauchen wir eine Nationalgarde und die wird bei uns Bürgerwehr heißen. Gab es jetzt in Mazedonien nicht auch das erste Mal, dass eine Regierung erkannt habe, da bahnt sich so eine bunte Revolution sozusagen an, die gesteuert wird aus dem Westen, sagen wir mal, dass sie das aber kommen sehen haben und dagegen gesteuert haben? Richtig, solche Dinge passieren ja überall. Ja. Und ich sage ja auch, dass wir eben in Frankreich und Deutschland im Gefolge dieser Verweigerung Frankreichs und Deutschlands an der Koalition der Willigen teilzunehmen und den Irak zu überfallen, zweimal Regime-Change hatten. Ja. Jacques Chirac wollte zum zweiten Mal als Präsident antreten und das hätte er auch sehr erfolgreich bestritten. Mhm. Aber die Amerikaner haben ihm das nicht gegönnt und haben ihn intern mit Prozessen bedroht und sonst irgendwas und er konnte nicht mehr. Das war Regime Change 1. Schröder hatte ja, wie wir erinnern, 2006 die Bundestagswahl und hatte offenbar aus Washington das Signal bekommen, die wirst du verlieren, mein Freundchen. Das ist unsere Strafmaßnahme für dich. Und da hat Schröder gesagt, ihr könnt mich mal. Nicht ihr setzt die Termine, sondern ich. Ich bin noch der deutsche Kanzler und ich gebe euch einfach das Jahr Vorbereitungszeit nicht. Fertig. Da muss man ihm ja im Grunde dankbar sein, dass er uns in den Krieg nicht mit hineingebracht hat, oder? Wir können doch heutzutage für jeden westlichen Führer dankbar sein, der einen bestimmten Krieg nicht mitmacht. So. Ja? Und was haben wir eben beim Regime Merkel? Wir haben eine klare militärische Angebotspolitik. Ja. Aus Washington sagt irgendein A, drei Punkte, wir wollten jetzt in dem und dem Land eure Truppen sehen und dann, das weiß ich ja aus meinen internen Kontakten, bereitet sich die Bundeswehr bereits vor, bevor die Bundestagsabgeordneten auch nur einen Termin haben, wann die Debatte ist darüber. So läuft das. Das ist unfassbar. Wir springen aber jetzt ein bisschen, wir werden auch über die Ukraine auch noch sprechen, weil sie waren jetzt gerade am Donbass und in Moskau und Iran vorher. Das heißt, wir haben noch viele Themen, kennen wir jetzt auch noch. Wir sind noch bei der Einführung, eigentlich die Rolle der Medien, wo Sie gemerkt haben, und wird das eigentlich immer schlimmer, dass die Interessen das Programm bestimmen, war man früher im Fernsehen vielleicht noch freier, auch mal zu sagen, ich lade jetzt mal einen Palästinenser ein, oder war das schon immer so, oder wird das wirklich noch extremer im Moment? Nein, das wird immer extremer. Die Tonlage wird extremer, die Unfreiheit wird extremer, die Verunsicherung der Mitarbeiter ist einfach auf einem Höchststand angekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das noch weitergehen soll. Ich habe schließlich auf meiner Facebook-Seite, wo ich ständig kommentiere, den Witz gemacht, es wäre jetzt vielleicht gut, wenn sich die Kinder da bewerben, weil Mikrofon hinhalten kann jeder. Ja, ist so. Ja. Das wurde auch sehr lustig zur Kenntnis genommen, bis nach Russland hineinkamen die Kommentare. Also das ist ja im Moment die Lage. Die Menschen haben eine solche Angst, und die berechtigt ist um ihren Job,
dass sie nicht mehr das Gefühl haben, sie sollten also großartig widersprechen. Zu meiner Zeit gab es eben noch hitzige Redaktionsdebatten. Ja. Und ich weiß, ich hatte das so ein bisschen austariert. Einmal pro Woche widersprach ich. Mhm. Aber das ist natürlich verdammt wenig. Denn es passierte viel mehr. Ja? Schon, aber man hat zumindest noch so ein paar Schlupflöcher, wo man sagt, das geht noch und man muss den Bogen ja nicht überspannen. Aber inzwischen ist es noch schlimmer, dass man die eine Sendung in der Woche gar nicht mehr machen kann. Das ist eben genau der Punkt. Nicht? In heute weiß ich auch eben von Gesprächen, dass einmal pro Woche die Revolution in der Redaktion anzettelt, das würde den Kandidaten innerhalb des laufenden Monats zum Ausbringen. Ja? Mhm. Das ist gar keine Frage. Und unter diesen Umständen eben klar, 99 habe ich die Reißleine gezogen und spätestens 2001, nicht? Nach 9/11, wäre ich gefeuert worden. Das ist gar keine Frage. Ja. Und so ging ich mit einem blendenden Zeugnis von alleine zu Siemens. Ob das nun glücklich war oder nicht, sei dahingestellt. Damals dachte ich, das wäre eine tolle Sache. Und das war positiv. Und dann habe ich eben beraten danach, ab 2001, Firmen, große Firmen auch, kleinere Firmen und die Regierungen, mit denen ich mich auskannte. Und das war verdammt interessant, das kann man nicht anders sagen. Also da kriegt man Einblicke sowohl in die Wirtschaft als auch in die politischen Kräfte. Die inwieweit bedingen sich die gegenseitig? Kann man heute eher sagen, dass im Westen die wirtschaftlichen Kräfte die Politik mehr bestimmen oder ist das übertrieben oder sind dahinter noch andere Kräfte oder wie? Das ist ja nicht nur bei uns so. Ja. Ich erinnere dieses nette Gespräch mit den Freunden des pakistanischen Präsidenten und wir sprachen über Politik und dieser Freund sagte und nahm sein Glas und ich glaube, das war ein Weinglas, wenn ich das richtig erinnere, in Pakistan. Ceremony, sagt er nur. Ceremony. Also Politik ist blanke Show. Mhm. Ja. Und das ist hier auch, wir sind hier auch in Deutschland noch nicht so krass wie in den USA, wir sind natürlich eine Oligarchie. Mhm. Das ist, ja das ist eine krasse Aussage. Im Moment, aber klar. Das ist ja so. Ja. Ja. Mhm. Politik wird doch nicht von Frau Merkel gemacht, also von der eigentlich zu allerletzt. Ja. Ja. Das muss man klar sagen. Die Texte sagen, ja. Ja, sie darf die Texte sagen und da wird aus Washington gepfiffen und Washington ist ja auch nicht, wie soll man sagen, eine Einheit für sich, sondern Washington pfeift nach Oligarchenpfeife. Da gibt es eine wunderschöne amerikanische Studie von zwei hochrenommierten Universitäten, dass die USA eine Oligarchie sei. Das steht da, das ist nicht mein Wort. Ja. Federal Reserve, die Banken haben also ganz viel zu sagen und im Grunde kann man ja sagen, Washington D.C. ist eigentlich ein Gebiet D.C., was gar nicht zu den USA gehört, aber eigentlich alles bestimmt und auch nicht viel mit Demokratie zu tun hat. Aber bleiben wir bei uns? Gar nichts so. Ja, gar nichts. Das hat mit Demokratie nichts zu tun. Wenn man als Präsidentschaftskandidat unter einer Milliarde Dollar Wahlkampfkasse gar nicht mehr mit Erfolgsaussicht antreten kann. Und das sagen ja nicht nur die Russen und andere Völker, das sagen eben auch viele Insider im Westen selbst. Dann hat das doch mit Demokratie nichts zu tun, dann regiert das Geld. Und man kann es ja auch steuern. Also Ron Paul, habe ich gehört, der hat mal über PayPal viele Spenden bekommen. Ja. Und dann hat man, als er im Wahlkampf war und das Geld gebrauchen könnte, hat man eben das PayPal-Konto einfach dann mal zugemacht. Konnte er da nicht drauf zugreifen und man will so jemand natürlich nicht haben. Aber wir wollen jetzt gar nicht über Politiker reden. Richtig, aber das ist so natürlich der Mechanismus. Mhm. Die Finanzmafia bestimmt. Ja. Und da werden wir nachher drauf eingehen, denn das muss jetzt allmählich Konsequenzen haben, dass wir da eben auch sagen, so bis hierher und nicht weiter. Guckt euch alle freundlich an, jetzt ist Freeze. Mehr Kohle als heute werdet ihr nie haben. Ja. Schluss aus Ende. Ja. Richtig. Und weil wir das System verändern und abwürgen werden müssen. Wir müssen es, um zu überleben. Also wir haben ja eine ganz große Kriegsgefahr. Ja. Uns wird ja getrommelt von den Medien, von den Politikern und den Kräften dahinter, dass wir im Grunde gegen Russland in den Krieg ziehen, was keiner ernsthaft sich wünschen kann. Das ist Wahnsinn. Und wir haben die Chemtrails, wo wir im Grunde auch sehen, dass wir vergiftet werden von oben. Ja. Das ist auch ein Thema, was mich sehr interessiert, weil Sie da jetzt kürzlich in Berlin auf dem Global March Against Chemtrails eine sehr gute Rede gehalten haben. Und das wundert mich, weil normal ein Journalist im Mainstream würde ja sagen, die Leute, die an Chemtrails glauben, die tragen auch alle Hüte und haben irgendwie nicht die Nadel in einer Tanne alle. So wäre es ja normal. Aber das geht nur mit einem gehörigen Schuss Ignoranz. Und wenn wir da, wie heißt sie, Kristen Megan, diese wunderbare Feldwebeldame aus den USA, die aus dem Militär gefeuert wurde, weil sie die, wie soll man sagen,
die Bewilligung nicht mehr unterschreiben wollte für das Giftmaterial, das da versprüht wurde. Und die sehr berät, das sind die Amerikaner, die an sowas sehr effizient. Die hat also bei irgendwelchen Veranstaltungen 15 Minuten Zeit, um sich zu erklären. Und das macht diese Frau bravourös. Auf den Punkt, ne? Ja. Auf den Punkt erklärt sie, hey, sehe ich aus wie eine Aluhutträgerin, sehe ich durchgeknallt aus. Ich bin über Jahre in der US-Armee. Habe ich nie eine Beförderung ausgelassen. Ja? Ja. Die wurde also im schnellstmöglichen Rhythmus wurde sie befördert, ja. Bis man dachte, die Dame ist jetzt fit für so einen Schweinejob sozusagen, den wir nur an besonders linientreue Ja-Sager vergeben. Und da ist sie ausgestiegen. Warum? Weil sie eben auch ein Charakterkämpfer ist, das sieht man auch. Und die spinnt nicht. Natürlich nicht. Und die wissenschaftlichen Daten sind eindeutig. Ich habe nächste Woche einen Arzttermin in Berlin bei jemandem, der zu diesem Netzwerk von diesem Arzt, wie heißt er noch schnell, Klingert, gehört, der weltweit führende Spezialist ist für diese Sachen. Und lass mich untersuchen. Mhm. Ich möchte wissen, was da los ist. Und das ist, geht meine vier Kinder an und meine Frau. Geht uns alle an. Genau. In Shastak in Amerika gab es ja eine Gemeinde oder Stadtversammlung, wo dann wirklich Piloten, bei Mount Shasta, aber es ist ein eigener Ort. Richtig. Und die haben, das findet man im Internet, also wo wirklich Leute ausgesagt haben, Piloten und so weiter, ganz klare Ansage, warum gibt es das bei uns nicht? Und warum ignorieren die Medien das? Könnte es bei uns auch geben, denn das ist einfach ein politischer, ein Bezirk, ja, so wie bei uns ein Kreis, wenn also ein Kreisrat beschließt, ich mache jetzt bei mir eine Anhörung. Das ist vielleicht auch ein Aufruf an alle Kreisräte. Überlegt euch mal, ob ihr inzwischen anfangen wollt, politisch, menschlich, vom Gewissen her bis drei zählen zu wollen. Ja? Bevor man mit Demenz im Altersheim liegt. Das wollte ich gerade sagen. Ja. Nicht? Denn hinterher ist man denn entschuldigt. Aber vorher sollte man versuchen, die Dinge zu tun, die dran sind. Ja. Und das wäre ganz einfach, das zu organisieren. Und diese Anhörung hat allerdings das Versammlungshaus, das Bezirksversammlungshaus von Shasta County gesprengt. Ja, das kann man klar sagen. Die Leute standen in den Gängen. Der Versammlungsleiter erklärte zu Anfang, wir hatten in diesem County-Gebäude noch nie eine so große Versammlung wie heute mit so viel Interesse. Ja. Und dann war großer Jubel. Und das war wirklich nicht von Pappe. Und netterweise wurde das jetzt eben ins Deutsche übersetzt. Ja. Und gibt's im Internet. Und kann man bei Werner Altnickel, der da auch ein bisschen mein Gewehrsmann ist, weil er einfach die jahrelange Arbeit die Übersicht hat. Super, Kenntnis hat. Chemtrail.de, die Seite. Richtig, das ist es. Da gibt's das. Und auf diese Art und Weise kann sich jeder gut informieren. Und das habe ich nicht zum ersten Mal gemacht. Ich habe vor 2-3 Jahren schon mal auch auf Facebook was gepostet, auch länger, auch völlig eindeutig. Gab damals schon einen riesen Tohuwabohu, weil die das nie gedacht hätten, dass der Hörstel sowas macht. Ja. Aber darum geht's gar nicht. Es geht einfach darum, wenn die Fakten ausreichen, wenn ich einen sicheren Boden habe, dass ich das und das behaupten kann, dann wird das behauptet und wird gesagt, vollkommen egal, was die Folgen sind oder ob irgendwer sich aufregt, hallo, haben wir Zeit, uns um solche Sachen zu kümmern? Überhaupt nicht. Ja. Ja, und wenn wir heute angucken, was wir für eine Sprühdichte in Berlin haben, das ist ungeheuerlich. Ja, in einigen Ballungsgebieten ist es wirklich kreuz und quer. Es ist schlimm. Ja. Haben Sie noch Kontakt zu ehemaligen Kollegen aus dem Journalistenbereich? Sind die, sehen die das nicht oder sagen die, ich würde ja gerne, aber wenn ich damit anfange, bin ich sofort raus oder wie? Alles, die volle Bandbreite. Mhm. Wir haben Leute, die wirklich gar nicht schnallen, was passiert, um das mal ganz einfach auszudrücken und einfach jenseits von Gut und Böse sich irgendwas da antun und sind praktisch verloren, sind nicht ansprechbar. Und wir haben andere, die ganz offen sagen, ich weiß, dass alles scheiße ist, aber was soll ich machen? Job weg. Haus weg, Ratenzahlung, Kinder, irgendwas. Na, aber wenn die Gesundheit weg ist irgendwann, dann nützt auch kann ja zum Arzt gehen und den Job behalten. Ja. Also ist aber zu kurz gesprungen eigentlich. Natürlich ist das zu kurz gesprungen. Ja. Und natürlich sagen wir beiden hier, dass vielleicht man da die Konsequenzen ziehen sollte. Aber für viele ist das tatsächlich hart. Ja. Und ich glaube, da muss einfach noch ein bisschen was passieren, auch in Richtung Straßendruck und Information, dass eben klar ist, das geht so nicht weiter. Und das nächste wäre tatsächlich eine Anhörung wie Shasta County in Deutschland zu machen mit deutschen Experten. Wir haben gute deutsche Experten dazu. Wir haben alle Fakten auf dem Tisch. Und bei Shasta County können wir uns, wie soll man sagen, ein Beispiel nehmen, wie hochkarätig das gehen kann. Und das ist zwar ein schöner Hinweis, das muss nicht von der Merkel kommen, sondern es kann ein Stadtdirektor sagen, so wir machen jetzt eine Anhörung, ich will das wissen, Ergebnis offen, ist da was dran, spinnen die alle und ich lade die mal ein. Und wenn da nichts dran ist, dann sagen wir, war nett.
nett, aber offenbar lässt sich das ja auch gar nicht mehr ignorieren. Das lässt sich gar nicht mehr zurückdrehen und ich sehe ja die Argumente, die dann auch kommen und die sind so schwach, ja, weil eben völlig klar ist, ja, man müsste dann beweisen, dass das aus dem Flugzeug kommt und so. Also das ist ja wirklich absoluter Kindergarten. Und das aber auch die Wahrnehmung der Leute, wenn die sagen, ja, das ist der Flugverkehr hat zugenommen, aber man sieht doch eindeutig die kurzen Kondensstreifen und dann die dicken Streifen, die eine Stunde am Himmel stehen, das ist ja nicht dasselbe. Genau, offenbar, ne? Richtig. Und was aber auf meiner Reise jetzt interessant war, dass ich diese dicken Streifen leider auch über Moskau gesehen habe. Ne? Kann man sagen, weltweit oder gibt's, aber das kann man wahrscheinlich jetzt nicht sagen, es gibt Länder, wo es nicht stattfindet. Genau, es gibt Länder, wo es nicht stattfindet und man kann eigentlich sagen, die Länder, aus denen die Teilnehmerstaaten der New World Order sind sozusagen, nicht, also der angestrebten Veränderungen, da wird man das finden, die da Gestalter sind. Ja. Moskau bedeutet aber dann ja auch dieses Spiel, wo wir denken, Putin, der macht das nicht mit, was die NWO soll. Muss man da die Frage stellen, gehört das zum Spiel? Das sind ja, also es ist ja nie etwas homogen. Hm. Darauf kann man vertrauen, im Guten wie im Schlechten. Ja. Also auch gute Präsidenten haben leider Gottes korrupte Mitarbeiter. Ja? Also ist Ahmadinejad in Iran gegangen. Ja, okay. Oder wir haben eben auch einen Putin, der im Moment klar in einer Situation des Verteilungskampfes steht. Nicht? Washington hat auf Druck seiner verfluchten Oligarchen beschlossen, dass Russland jetzt daran gehindert werden muss, Öl und Gas zu exportieren, weil es sich rein zufällig um die Lifeline sozusagen, um das lebensnotwendige Geschäft für das gesunde Fortbestehen Russlands ist. Ja? Also muss es abgeklemmt werden, das meint Washington und Putin lässt sich das nicht gefallen. Punkt, aus, Ende. Und hier geht es und Putin sagt das. Der Westen antwortet nicht drauf, aber Putin sagt es immer weiter, ja, gerade auch vor ein paar Tagen wieder. Wir setzen uns ein für eine multipolare Welt. Und ich lache mich natürlich immer kaputt, wenn Putin dann auch manchmal provoziert. Das macht er auf so eine nette russische, dezente Art und sagt, die Amerikaner nehmen sich zu wichtig. Das ist sehr nett, eine sehr lustige Bemerkung. Ja. Aber in Wahrheit muss auch er kämpfen. Und aus seiner Umgebung höre ich eben, dass der härteste Kampf in Russland tobt gegen die Neoliberalen. Wir haben jetzt in Russland, jetzt springen wir wieder, aber macht nichts, wir erzählen jetzt einfach, den dritten amerikanischen Botschafter in Folge, der ein Regime-Change-Spezialist ist. Und wir haben die Situation, dass Putin hart kämpfen muss, weil die Amerikaner mit Dollarsäcken in seiner Heimat rumlaufen. Professor Daschitschew, jetzt im 91. Lebensjahr, immer noch Russlands führender Deutschlandkenner, ist in meinem Verteiler mit ungefähr 40 anderen Russen, darunter ehemalige Regierungschefs und alle möglichen Sachen. Er eben auch, Freund von Putin dabei, diese Dinge sind da. Und er sagt ganz klar, ich lese das, was Sie schreiben. Und er sagt, ich kann es ganz klar sagen, ich unterschreibe jedes Wort. Worum geht es eigentlich? Russland kämpft gegen einen aggressiven Westen, der Russland unbedingt abwürgen will, weil eine, wie soll man sagen, Monokultur, eine Welt unter der Herrschaft Washingtons errichtet werden soll, nach dem Willen der wichtigsten, stärksten, weltweit stärksten Oligarchen, die sich nun mal Washingtons bedienen. Ja? Sie könnten ja auch einen anderen Sitz wählen. Aber in Washington sind nun mal die größten Kanonen, um das salopp zu sagen. Mhm. Und also werden die hergenommen. Und Russland ist leidtragend. Und was die jetzt gerade organisieren, ist ganz einfach eine Konfrontation, die in Europa bleiben soll. Das ist eben die große Gefahr. Also wir haben in den Medien im Grunde eine Kriegshetze. Ja. Das muss man ganz klar sagen. Und die Leute merken das auch. Ich denke mal, es gibt traditionell oder von der Seele her der Völker, könnte man sagen, zwischen den Deutschen und Russen eigentlich eher doch ein Miteinander, was sich die Menschen wünschen. Aber die Politik ist sehr gefährlich im Moment, weil man dauernd Russland-Bashing betreibt und die Waffen auch schon in den Osten gefahren werden. Wir sehen, dass Panzerzüge gen Osten fahren und was weiß ich, was unterwegs ist. Das ist ja brandgefährlich. Die Medien machen damit, die Politiker machen mit und wir sitzen hier natürlich auf der Stelle, wo der Krieg möglicherweise nachher ausgetragen wird. Denn es gibt eine alte Vereinbarung, Sie wissen das auch, mit zwischen den Amerikanern und den Russen, wenn es mal einen
großen Krieg geben sollte, dann wird er, soll er nicht die beiden Nationen zerstören, sondern wird dann auf unserem Gebiet ausgetragen. Ja, und wir haben natürlich, die NATO hat eben ganz viele Waffen in Deutschland, und Russland wird dann irgendwann sagen müssen, dann müssen wir mal die Waffen in Deutschland vielleicht mal lahmlegen. Also wir sitzen hier wirklich auf dem Pulverfass. Das ist genau der Punkt. Und etwas, was uns sehr hilft in Deutschland, gerade in Deutschland, am meisten in Deutschland, ist diese tolle russische, wie soll man sagen, Zuneigung zu den Deutschen, die von vielen Deutschen, also auf meiner Facebook-Seite kann man die alle lesen, geteilt wird, intensiv geteilt wird. Das sind auch die Leute, die RT Deutsch gucken, die RT Deutsch sich gewünscht haben. Das sind die, die eigentlich nichts auslassen, um zu sagen, wir unterstützen Putin, wir finden das toll. Lass es uns klar gesagt sein, Herr Putin hat seiner Heimat Russland Schwierigkeiten gemacht und kämpft eigentlich unseren Kampf. Wenn es Herrn Putin nicht gäbe, würde Washington mit uns Schlitten fahren. Ja. Das geht aber nicht, weil ihnen gerade eine Konkurrenz in Europa erwächst. Wir kommen wieder in diese bessere, im globalen Zusammenhang, nicht im Einzelnen, das wäre kompliziert zu erläutern, Situation hinein, wo eben in Europa Konkurrenz zur Washington-Herrschaft besteht, und dann geht es den Europäern besser. Warum? Washington kann sich nicht so unverschämt bedienen und so unverschämt Befehle erteilen, wie es das könnte, wenn es Russland eben nicht gäbe. Und insofern meine ich, dass für jeden Systemkritiker in Europa Putin der geborene Partner ist, weil er letztlich hilft, diese wahnsinnige, dreiste, aggressive, mörderische, skrupellose Macht Washingtons einzuschränken. Das kann nur unser Interesse sein. Und die Wirtschaft in Deutschland, die ist ja auch nicht glücklich mit der Situation, dass sie hier im Grunde die Sanktionen gegen Russland mittragen muss. Das heißt, die Einnahmen gehen zurück, während die USA ihre Russland-Geschäfte deutlich steigern. Das ist ja auch ein merkwürdiges Verhältnis. Genau das ist eben dieses absurde Theater, wo die Russen sich fragen und mir das auch sagen, hey, was ist mit euch los? Ihr macht miese, euer Geschäft geht verloren, die Amerikaner stehlen euch das, wieso lasst ihr euch das gefallen? Und das ist eben diese Arbeit, und ich habe gemerkt, das habe ich also jetzt fast ein Jahr mache ich das jetzt. Und ich stelle fest, das hat sehr gut gewirkt. Also jetzt diese Reise nach Moskau im Anschluss an die Donbass-Reise, das war eine Geschichte, die zeigt einfach, der Kreis von Menschen, den ich angeschrieben habe, hat viel besser verstanden, was Deutschlands Situation ist. Wir sind nicht souverän. Wir haben den Friedensvertrag nicht. Das wissen die. Ja. Und das schreibe ich denen immer wieder. Denkt nicht, Merkels Politik sei Merkels Politik. Das ist Washington. Und auch nicht unsere Politik. Ne? Und ist natürlich sowieso nicht unsere. Das ist gar keine Frage. Ja. Aber jetzt war es eben in Moskau so, dass mir aus berufendem Munde eben gesagt wird, Hörstl, glaub nicht, dass die russische Regierung nicht auch ihre Kanzlerakte unterschrieben hätte. Auch da gibt es Abhängigkeiten. Ganz klar. Und es ist auch klar, deswegen sagte ich ja, das ist ein Verteilungskampf, der im Moment stattfindet zwischen Putin und Washington. Russland möchte sich vom internationalen Machtkuchen das angemessene Stück sichern. So muss man das klar sagen. Was ja sagen. Gar nicht übertrieben ist. Das ist nicht nur nicht übertrieben, das ist das Recht Russlands. Ja. Kanzlerakte und müssen deswegen, wir vielleicht noch gerade erklären, weil sonst schalten viele Leute gedanklich ab. Ja. Also es ist so, ich versuche das mit meinen, oder wollen Sie es eben erzählen, dass jeder, der gewählt wird zum Kanzler, muss erstmal nach Washington. Er muss nicht nach Washington, er muss ein Blatt Papier unterschreiben. Ja. Und das Blatt Papier sagt ganz schlicht, dass er keine eigene Politik führen darf. Und das ist ja nicht eine Behauptung. Das ist keine Verschwörungstheorie, Das ist keine Verschwörungstheorie. Nein. Hier reicht es völlig, sich das Interview des alten Egon Bahr anzuhören in der Jungen Freiheit, oder anzulesen, vielmehr. Und da hat er es eindeutig gesagt, und er hat es mir ins Gesicht gesagt, vorher im Termin. Als ich das letzte Mal bei ihm war, vor ein paar Wochen, haben wir sehr gelacht miteinander, weil ich gesagt habe, Sie haben mir das gesagt unter dem Siegel, das waren vertrauliche Gespräche mit ihm. Nicht? Das haben Sie mir gesagt, weil Sie davon ausgingen, dass ich das Vertrauen breche und quatsche. Und hinterher hatten Sie nichts Eiligeres zu tun, als mit dieser Nachricht zur Presse zu laufen, weil Hörstl den Schnabel gehalten hatte.
Und da musste der alte Egon, war das richtig, woran, da musste er wirklich lachen. Er wollte, dass es rauskommt. Er wollte, dass es rauskommt, deswegen hat er das erzählt. Und ich nehme solche Sachen mit Bier ernst und halte mich dann dran. Ja, klar, das soll man ja auch. Ja, klar. Aber er musste dann doch lachen, dass das eben wirklich so war. Er ging zur Jungen Freiheit, gab dieses Interview. Wir haben eben den Friedensvertrag nicht, unsere Kanzler können nicht tun, was sie wollen. Und Russland versteht das immer besser, muss natürlich auch, wie soll man sagen, seine Dinge auch retten. Und wir wissen alle, die Ukraine, das hat man doch nicht wegen der Ukraine gemacht, das hat man, weil man Russland treten wollte. Nicht? Lassen wir nochmal zurückkommen, wenn Sie jetzt in Moskau sind und auch öfter mal. Ja. Ich meine, es gab ja den Zweiten Weltkrieg, wo wirklich die Russen furchtbar geblutet haben. Wir haben geblutet. Trotzdem hat man den Eindruck, die Russen nehmen uns das als Deutsche heute gar nicht übel, weil sie auch gemerkt haben, das war nicht der Wunsch der Deutschen, diesen Krieg zu führen, sondern jetzt, der wurde auch... Oder wie ist das Verhältnis der Russen zu den Deutschen? Eben irrsinnig gut. Jetzt muss der alte Daschitschew noch mal ran, weil er mir das erzählt hat. Ich kam ja nach Moskau, ich bin jetzt gestern Abend aus Moskau zurückgekommen, und wir hatten uns vorgestern Abend erst unterhalten, Daschitschew und ich. Und ich sagte ihm, ich komme aus dem Donbass. Ich bin jetzt über Rostov, über Rostov am Don gekommen. Ach, sagt er, da habe ich gekämpft gegen die Deutschen. Wir sind bis Kiew marschiert. Ja. So, und ich habe gedacht, sagt in seinem schönen russischen Singsang, was für ein Blödsinn mache ich hier. Wunderbar, ja. Und dann habe ich ihm erzählt von dem Großonkel meiner Frau, Heinrich von Trotze-Solz, 2 Meter groß, der Bruder des von Hitler ermordeten Widerständlers Adam, der im Russlandfeldzug im Zweiten Weltkrieg mit seinen 2 Metern Körpergröße auf dem Schützengraben oben entlang marschiert, in voller Sichtbarkeit der russischen Truppen, weil er sterben wollte. Er wollte nicht mehr Menschen töten. Er wollte keine Russen mehr töten. Die Familie ist Russland sehr verbunden, traditionell. Da gibt es eben einen alten Botschafter Bismarcks von Schweinitz. Das ist der Familienurahn sozusagen. Und man hat nichts gegen Russland. In dieser Familie nicht, ich sowieso nicht. Alle Menschen haben nichts gegen Russland. Russland überfällt nicht andere Länder und überfallen Russland einschließlich Polen. Ja, ja? Genau. So ist das. Napoleon und Hitler und wer auch immer. Und unter Wilhelm wurde also ein kommunistischer Regime-Change angestrebt mit Kunst und Genuss und vielen Millionen Goldmark und weiteren Millionen aus USA. Und wir kennen diese Geschichte oder auch nicht. Man sollte sich damit befassen. Russland war immer leidtragend und war immer Opfer. Ja. Und wenn man die Russen kennenlernt, wenn man diese niedlichen kleinen Häuschen sieht, die man eben auch in der Ukraine sieht und so weiter, dann weiß man, das sind sehr im Grunde ihres Herzens schlichte Menschen, heimatverbunden. Die wollen ihre Ruhe haben. Aber auch mit einer großen Seele. Mit einer großen Seele, einer großen Offenheit und interessanterweise gerade für Deutsche. Und trotz dieses ungeheuerlichen Blutopfers von fast 30 Millionen Russen, die da gestorben sind, das ist schon wirklich ungeheuerlich. Und insofern kann man das eben nur dankbar annehmen. Und wenn es ein so gutes Verständnis gibt, dass der alte Professor Daschitschew sagt, Herr Hörstl, so gut wie wir zusammenstimmen, so muss das mit Russland und Deutschland werden. Ja. Das, und ich fühle das genauso. Und das wünschen sich, glaube ich, auch. Das wünschen sich alle. Und dann hat er etwas gesagt, das fand ich großartig. Das hat mich richtig erschüttert, aber ich habe ihm zugestimmt, ganz spontan, hat gesagt, und so wird es kommen. Das glaube ich auch. Auch wenn die USA nicht wollen, auch wenn wir George Friedman gehört haben und diese berühmte Rede in Chicago, es wird so kommen. Das ist der Gang der Geschichte, niemand hält das auf. Eben auch, weil die Menschen es nicht wollen, auf beiden Seiten, auf allen Seiten, die haben die Schnauze voll von Krieg, die Politiker machen, wird sich vielleicht auch nicht alles durchsetzen. Sie haben gesagt, in Moskau gab es jetzt eine gigantische Demonstration mit das ist ja 15 Millionen oder was? Letztlich kann man sich gar nicht die vorstellen. Gewaltigste Geschichte dieser Reise, die ich da gehört habe. Das spektakulär natürlich in den Donbass zu fahren, keine Frage. Auch wenn kommen wir gleich nochmal drauf. Da werden wir da gleich nochmal drauf kommen. Aber was mich am meisten erschüttert hat, war diese Nachricht. Es hat am 9. Mai in ganz Russland Demonstrationen von insgesamt 15 Millionen Russen gegeben. Friedlich. Wahnsinn. Sie gingen auf die Straße, ich habe mir die Bilder zeigen lassen im Büro, mit den Fotos ihrer im Krieg gestorbenen Verwandten, schwarz-weiß alle. Sie nannten sich das Regiment der Überlebenden, oder sie nennen sich. Diese Demonstrationen gibt es seit 6 Jahren. Und das sind Menschen, die sind nicht gegen Putin oder für Putin oder dies oder das. Die machen sich Sorgen um den Frieden. Und sie machen sich auch Sorgen um die Regierung, die nicht im Sinne der Menschen
regiert, sondern für irgendwelche Machtinteressen. Deswegen sage ich eben, Bestandteil der New World Order, der Russland ist da nicht so viel besser als andere, in vielen Punkten schon. Das kann man aufdröseln, nicht Staatsverschuldung 10% und so. Ja. Das sind wir, 80 haben in Deutschland, also die haben sich eben noch nicht an die Finanzmafia verkauft wie wir. Gott sei Dank. Und es gibt eine Menge anderer Dinge, es wird viel für Familien getan, für junge Familien getan. Trotzdem eben wird auch an der Bevölkerung dort vorbei regiert. Was war das Motto der Demonstration? Und das Motto war eben, das ist so interessant, mir stellt die Haare auf, wenn ich das sage, wir leben heute hier. Mhm. Das war alles. Ganz schlicht. Ban Ki-moon nahm am 9. Mai an dieser berühmten Parade teil. Ja. Und kam in diese Demonstration rein. Das ist schon interessant, weil normalerweise bei Demonstrationen, das hat mir auch mein netter Gesprächspartner erzählt, das Dumme ist, die meisten schönen Sachen kann ich mir nicht erzählen, aber ja, und sagt, es war erstaunlich. Die Polizei hat sich zurückgezogen. Die waren gar nicht da. Normalerweise bei einer Demo fahren die riesigen Transportkolonnen auf und dann kommen da so Hundertschaften und Tausendschaften Polizisten und dies und das. Und wenn 15 Millionen aus ganzem Riesenreich verteilt demonstrieren, ist das eigentlich ein nationaler Alarmzustand. Ja. Muss man sich ganz klar machen. Und nix ist. Er sagte, das ist so erstaunlich. Die Autoritäten in diesem Staat wussten nicht, wie sie damit umgehen sollten. Aber unsere Schweinemedien, die wussten, wie sie damit umgehen sollten, verschwiegen. Das ist das Typische. Es gibt ja Demonstrationen überall auf der Welt, die wir gar nicht mitkriegen hier. Richtig. Und große, ich meine, 15 Millionen ist ja ein Brett. Ne? Das ist eine Hausnummer. Ich meine, nicht an einem Platz eben, sondern ja, auf das ganze riesige Russland, der größte Flächenstaat der Welt, verteilt. Trotzdem ist das natürlich in den Städten, wenn da zig, 50, 60, 100.000 Menschen sich zusammentun, das macht was her. Und alle mit diesen Schwarz-Weiß-Fotos. Und das hat mit ein paar kleinen Demonstrationen vor 6 Jahren angefangen. Und jetzt offenbar, man weiß nicht warum, hatten ganz viele Menschen das Gefühl, das ist genau das, was ich heute sagen will. Wir leben heute hier. Sehr schön. Jetzt wollen wir nochmal über den Donbass reden und über die Ukraine, wo man ja eigentlich ganz klar sagen muss, es war ein Putsch einer demokratischen Regierung. Klar, wie gesagt, nicht, der sich also eindeutig gegen Moskau richtete. Das muss man eben auch klar sagen. Da ging es gar nicht um die Ukraine. Es ging schon gar nicht darum, dass man jetzt da irgendwie Demokratie einführen wollte. Darüber lache ich ja. Also es wurde ja ein mieser Oligarch durch eine ganze Truppe von noch viel mieseren Oligarchen ersetzt. Das Gold wurde außer Landes geflogen. Das Gold wurde außer Landes geschafft. Jetzt hat Yatsenyuk vor 10 Tagen ungefähr oder vor 2 Wochen aufgerufen, öffentlich eine Staatswerte zu verscherbeln. Und er hat öffentlich aufgerufen, dass die Amerikaner sich daran beteiligen sollen. Das ist der Hammer. Da wird Land verkauft, da soll gefrackt werden, da wird Monsanto stark werden. Die machen dieses Land ganz kaputt. Und die Menschen haben das längst begriffen. Und hier sehen wir mich also mit meinem Taxi, mit dem ich gefahren bin. Wir hatten da so einen schönen Solidaritätsspruch der deutschen Mitte auf so einen Haftkleber aufgesetzt. Und damit bin ich also losgefahren. Und das ist jetzt also an der Grenze Russland-Donbass. Nowoschachtinsk war der Grenzübergang, über den ich gegangen, weil ich nach Lugansk wollte zuallererst. Ja. Das war eine klare Sache, weil in Lugansk ist kriegstechnisch nicht so viel los gewesen. Und da dachte ich, da wäre es vielleicht das Allerbeste, ich fange da mal an und da hat die Regierung vielleicht nicht so einen Stress wie anders. Das war eine vollkommen richtige Kalkulation. Ich bin dann eine Stunde aufgehalten worden vom Militär, das mich nicht einordnen konnte. Weil an Freundschaft und an guten Willen glauben die da nicht so richtig. Das erstaunt mich jetzt nicht wirklich. Ja. Und dann haben sie irgendwie in Lugansk telefoniert, dürfen wir den reinlassen. Und dann kam eben hinterher ein Bus. Und dann hat man diesen Bus, da hatte ich vorher schon angefragt, nehmt ihr mich mit nach Lugansk? Und dann haben die gesagt, nein, wir sind voll. Und man sieht das auf dem Foto, wie voll sie sind. Die Leute standen in den Gängen. Ja. Die waren voll überlastet. Die hätten so in Deutschland gar nicht fahren dürfen. Ja. Und dann hat aber der Kommandeur da von dieser Grenztruppe gesagt, so, der Mann muss noch mit rein. Mhm. Welcome to Ukraine, sagt er. So, und dann nach Lugansk gefahren. Wir sind abends noch im Regierungspalast gewesen. Ich habe, wie soll man sagen, Knall auf Fall am Wegesrand aus meinem Hotel heraus eine nette Mitarbeiterin angehört als Dolmetscherin. Und dann waren wir am nächsten Morgen um 8.30 Uhr bei Herrn Plotnitsky, hier sieht man ihn auf dem Foto, im Büro.
Und es ging im Prinzip darum, dass man einmal kurz die Lage kennenlernt, direkt. Ich wollte einfach wissen, was Sache ist. Und man kann sich einfach den Herrn Plotnitzki angucken. Der sieht fertig aus, um es auf Deutsch zu sagen. Und so ist das da auch. Eine völlig unmögliche Situation. Diese Gegend ist abgeschnitten von jeder Hilfe. Die kriegen gar nichts von der Zentrale. Kein Geld, keine Rente. Der Telefonservice ist abgeklemmt. Es gibt keine Gas, keine Lieferung. Ja. Gar nichts geht da. Die werden wie, ich weiß nicht, als ob die vom anderen Planet wären. Da warten wir mal den Winter ab. Dann haben die ja richtig Probleme. Kein Gas. Ja, kein, die haben den Winter gerade hinter sich sozusagen. Jetzt den ersten. Und das war die Hölle. Mhm. Und aus Lugansk sind ungefähr die Hälfte der Einwohner geflohen. Die Stadt ist ja jetzt wunderschön, aber sie ist eben halb leer. Und deswegen ist es da so friedlich und nett und gemütlich. Die Wahnsinn. Die westlichen Massenmedien sagen doch dauernd, die Russen würden ständig da jetzt in der Ostukraine einfallen. Ja. Sieht man da was von? Klare Ansage, gar nichts sieht man davon. Natürlich kämpfen keine russischen Verbände, reguläre Truppen dort. Was aber passiert, und da habe ich auch Zeugenaussagen, das ist sicher, Russland liefert Nachschub. Gar keine Frage. Und Russland hat eben einzelne seiner Bürger, die sich entschließen, da zu kämpfen. Das ist eine patriotische Sache. Also eine freiwillige. Eine völlig freiwillige Nummer. Die schließen sich da den Verbänden an und los geht's. Okay. Und nebenbei denke ich, es wird wahrscheinlich noch andere Unterstützung auch geben. Also, dass man eben sagt, das nennt man so Nachrichtenlogistik. Also, dass die Russen ihre Satellitenfotos angucken und sagen, guck mal, da sammelt Kiew gerade Truppen. Schaut mal, das ist das, was die Amis auf der anderen Seite jetzt mit Kiew auch machen. Eben, die fotografieren die in Volkswehren in Lugansk und Donetsk und sagen, guck mal, da stehen die und da stehen die. Aber das Perfide bei uns ist ja immer, es wird immer Russland und den Putin vorgeworfen, dass er irgendwas macht, während der Westen in der Ukraine, also direkt an der russischen Grenze, im Grunde alles machen kann und auch die westlichen Politiker sich nicht zu schade sind, mit Nazis da im Grunde. Ja, das ist ja das Absurde. Hier in Deutschland wird also mein Freund Wollner von der Bandbreite irgendwie als rechtsaußen dargestellt und diese völlig unglaubwürdigen, läppischen und meiner Ansicht nach vollkommen fremdgesteuerten, wie heißen die da? Diese selbsternannten Anti-Nazi-Kämpfer. Antifa. Antifa, genau. Läppische Antifa kriegt nicht ein müdes Wörtchen, nicht einen Demonstranten vors Kanzleramt für diese widerwärtige Assoziierung von NATO-Staaten mit Nazis, mit selbst gebastelten Nazis, kann ich nur sagen, die NATO vorher hochgezogen hat, künstlich finanziert, trainiert und so weiter. Das Ganze, im Grunde genommen können wir unsere Massenmedien ganz einfach lesen. Nicht? Wir drehen es einfach um. Das Gegenteil von dem, was die über dieses Thema schreiben, ist absolut akkurat. Und das ist natürlich eine vollkommene Groteske und ich wollte einfach mal so ein bisschen im Donbass schauen, wie geht's den Leuten. Und deswegen ist eben schön, einfach mal dieses Busfoto hier nochmal sich anzugucken, weil da sieht man, da hatte ich so beim Fotomachen nach dem Motto bitte recht freundlich so eine lustige Bewegung gemacht. Und das waren die Gesichter der Menschen, gequält. Ja. Einfach gequält. Ja. Nicht böswillig, einfach nur leidend. Man kann sich wahrscheinlich nicht vorstellen, wie quälend das ist in so einer Situation. Ein Dauerabnutzungskrieg, der sich hauptsächlich gegen Zivilisten richtet. Ich bin an unendlich vielen Wohnblocks und zerschossene, diese niedlichen, sympathischen, kuscheligen kleinen Wohnsiedlungen mit furchtbar vielen großen Bäumen darüber und so herrlich und meistens Blechdächern oder sowas. Und da leben sie oder haben ihre Datscha, ihre Kleines, alles ganz bescheiden und nett, ganz nettes Volk. Und wir machen das. Und eben viel Zerstörung und immer wieder diese Todesopfer. Mitten im paar Tage bevor ich jetzt da war, war ja gerade dieser Markt in der Nähe von Donetsk beschossen worden. Plötzlich, paff, ist einfach Marktstände, ja. 5 Menschen tot, zack. Ich sehe noch diese YouTube-Videos, wenn ich da durch die Parks, ist alles so schön grün und so, gehe. Ich habe nett zum Mittag gegessen in Donetsk. Ich habe auf meiner ganzen Fahrt, die ja sehr eilig war, ne, habe ich nicht einen scharfen Schuss gehört. Das ist aber gar nicht, gleichzeitig wurde Gorlovka mit Toten und Verletzten angegriffen, ja, in der Nähe. Also wir sind am Flughafen entlang gefahren, kein Schuss, ja, wo sonst die Sau los ist. Wir sind an Debaltsevo vorbeigefahren, von Lugansk diese Strecke kommend, wo diese großen Kämpfe waren am Ende der Minsk-2-Verhandlungen, ne, wo da die Tausende von Kiewer Truppen eingekesselt waren und mussten sich ganz schmählich zurückziehen, weil sie
das friedliche Rückzugsangebot aus Lugansk und Donetsk nicht angenommen hatten. Mhm. So war das. Mhm. Sie hätten unter Zurücklassung ihrer Waffen alle ganz friedlich nach Hause marschieren können. Das durften sie nicht, sollten sie nicht. Washington hatte das verboten. Also musste da gekämpft werden, blutig, lächerlich, sinnlos, wieder Menschen geopfert. Aber das ist ja die Politik Washingtons. Die wollen ja uns Europäer opfern. Die wollen uns in den Hals, buchstäblich. Ja. Ja. Und das ist das Thema, das wir hier haben. Aber man kann eigentlich sagen, es läuft mit der Ukraine überhaupt nicht so wie geplant. Also Gott sei Dank. Ja, es läuft sonst wäre es ja schon eine Katastrophe. Korruption ist ungeheuer, ja, kann man gar nicht anders sagen. Mhm. In Kiew so ungeheuer, dass wir Beschwerden aus der EU haben. Das ist eine klare Sache. Poroschenko hat seine Einkünfte versiebenfacht. So sieht's aus. Wir müssen uns klar darüber sein, dass wir von einer Finanzmafia regiert werden, die bis nach Moskau hinein regiert. Das ist auch eine von diesen Botschaften, die ich habe. Wenn es also da Geschichten gibt, dass ich sage das jetzt mal. Und ich sage ganz klar, ich habe nichts gegen Juden. Mhm. Aber der Besitzstand der Familie Rothschild. Und ich warne schon die ganzen Nazis, die meinen, sie können mich jetzt anschreiben, ich wäre einer von ihren. Ich habe gar nichts gegen Juden. Das meine ich sehr ernst. Ja. Ich habe ein 1/16 jüdisches Blut in mir und das achte ich und freue mich darüber. Ja, okay. Aber gegen Zionisten habe ich was. Mhm. Und gegen eine völlig überzogene Finanzmafia. Und wenn dieses Gespräch hier einen Sinn haben soll, dann ist es das, dass alle Menschen, die zuhören, einfach schon mal gucken, mit welchen Schuhen sie zu Demos gehen. Das ist ganz interessant. 15 Millionen Russen haben ein Beispiel gesetzt. Und wir in Deutschland kommen nicht nach. Wir sind da nicht aktiv genug. Wir sind nicht auf gleichem Niveau. Ja. Das waren friedliche Menschen. Ich war bei Ban Ki-moon geblieben, um das noch schnell zu sagen. Ban Ki-moon hielt mit seiner Limousine an den Demonstranten, kurbelt die Scheibe runter oder drückt auf den Knopf und sagt, seid ihr gegen Putin? Die Leute haben ihn angeguckt, als wäre er dumm wie Stulle. Ja? Ja, ja. Das hat doch damit gar nichts zu tun, haben sie ihm gesagt. Ja. Sie wollten für den Frieden, für ihr Recht, ganz normal friedlich zu leben, hier demonstrieren. Aber wie unsere Mahnwachen. Ja? Eben, wollte ich gerade sagen. Wie unsere Mahnwachen. Die gab es ja, die Friedensmahnwachen, die Montagsdemonstrationen, aber die wurden ja von den Medien auch kaputt gemacht in die Ecke und natürlich, ne? Und diese Medien kann man eh vergessen, das sind also dumme, gekaufte Schwengel, müssen wir gar nicht ernst nehmen oder wie gesagt andersrum lesen, dann macht Spaß. Ich lese diese Medien, weil ich weiß mit oder wissen will, mit welchem Ziel und mit welchen Argumenten und so weiter wir belogen werden sollen. Ja? Und das machen die auch nicht im Auftrag von Merkel, um das klar zu machen. Das ist ja, das sind die Oligarchen, das kommt aus Washington. Ja. Und was wir im Moment uns auch klar machen müssen ist, wenn wir hier nicht nachlegen, inhaltlich, dann wird das schiefgehen. Ich habe jetzt übermorgen bei mir zu Hause eine Gruppe von Organisatoren von Mahnwachen. Mhm. Und zum ersten Mal wird es tatsächlich Mahnwachen geben mit politischem Programm. Mhm. Organisiert nach den Ministerien. Einfach, es geht um gar nichts Besonderes. Es geht einfach darum, dass man den ganzen Scheißdreck, der uns hier zugemutet wird von den Leuten, die meinen, hier regieren zu dürfen, mit einer völlig desinformierten Bevölkerung wird dann immer zu Wahlen geschritten, die fake sind. In den USA wird sogar elektronisch gewählt. Hm. Und wenn wir das abwürgen wollen, und wir müssen das abwürgen, wir müssen unsere Regenten in den NATO-Ländern, in den EU-Ländern wegjagen. Das geht gar nicht anders. Und das geht weil nur sie auf uns sonst vernichten. Ganz weil sie uns sonst vernichten. Ja. Das ist der Punkt. Das ist eben sozusagen das Lernziel auch aus dieser Reise. Und wir haben Solidarität aus Russland, von den russischen Menschen, aus allen Völkern. Auch wenn hier nicht berichtet wird, die Griechen kämpfen unseren Kampf. Die griechische Regierung kämpft einen Kampf, den wir nur unterstützen können. Ja. Das ist doch eine ganz klare Sache. Und dann sollten wir zum Schluss uns entscheiden, die Iran-Reise jetzt fallen zu lassen, weil wir das kaum noch können. Ich will nur drei Punkte dazu sagen zum Iran. Das gehört natürlich alles zum großen Schema, aber man kann nicht alles reinbringen. Man kann nicht alles da reinbringen. Vielleicht kommen sie irgendwann nochmal wieder her. Genau, so sehe ich das. Ich will einmal schnell einfach zeigen, wie Teheran aus dem 18. Stock aussieht. Ja. Das ist ungeheuerlich. Nach über 30 Jahren Sanktionen ist ein solcher Aufbau vonstatten gegangen. Ja. Lächerlich irgendwie zu behaupten, man könnte das abbremsen. Dann habe ich sehr gerne gesehen, meinen nun 7-8-jährigen Freund im iranischen Rundfunk, der mich so lange interviewt, dass ich inzwischen der am meisten interviewte Ausländer bin im iranischen Staatsrundfunk. Da ist er
Sayed Hidayatullah Sharokhny. Herr Sharokhny hat mich auf der Fahrt hierher zu Ihnen angerufen, hat gefragt, wann machen wir das nächste Interview? Wir sind für morgen 12 Uhr verabredet. Prima. So geht das jetzt. Wir haben uns zum ersten Mal gesehen nach so vielen Jahren, weil, es ist interessant, ich eben ein Einreiseverbot hatte für Iran und den hat das iranische... Der iranische rote Halbmond durchbrochen. Ich zeige jetzt ganz kurz den netten Herrn Dr. Ahmadi, er ist Arzt. Mit ihm bin ich auf dem Flug zum Hafen Bandar Abbas, wo eben die Iran-Shahed, dieses Hilfslieferungsschiff für Jemen, abgefahren ist. Er ist der Mann, der dieses Video am 24. April ins Internet gestellt hat von diesem Hilfsflug des iranischen Halbmonds nach Sanaa in die jemenitische Hauptstadt. Wo die saudischen Abfangjäger versucht haben, die Maschine abzudrängen, hat sie nicht abdrängen lassen, dann haben die zweimal den Flughafen von Sanaa bombardiert und dann konnte man wirklich nicht mehr landen. Und er hat an Bord gesessen und hat das Video gedreht. Guter, netter, couragierter Mann. Findet man im Internet. Findet man im Internet. Und zum Schluss gibt es vielleicht noch ein Foto von Bord dieses Hilfsschiffes, Iran-Shahed, dass die Reise schiefgegangen ist, publizistisch. Das habe ich beschrieben auf meiner Website, christophhörstel.de mit Ö, sonst findet man es nicht. Man sieht hier eine tolle Satellitenschüssel und ich durfte nicht am Schluss gar nicht mehr ins Internet. Und da habe ich gesagt, ich bin hier fehl an Bord. Und was ist das? Wir haben von außen Erpressung gegen den Iran aus mehreren Orten. Wir wissen, in Syrien läuft das im Moment für Assad rückwärts. Warum? Ja. Weil wir die entscheidende 5+1 Verhandlungsphase haben, wo der Iran gezwungen werden soll unter solchen erpresserischen Methoden, dass man Assad besonders angreift. Aber nicht nur dort, sondern im Irak läuft es rückwärts. Ja. Das ist ein Nachbar mit einer schiitischen Mehrheitsbevölkerung. Dann haben wir den Jemen-Angriff. Dann haben wir die Bahrain-Unterdrückung. Überall. Wir wissen ja, dass ISIS und so weiter auch finanziert wird aus dem Westen. Eine reine CIA-Nummer, die unterstützt wird von den Verbündeten Saudi-Arabien und so weiter. Und grausame Sachen begehen da. Ne? Vollkommene Wahnsinnstruppe, die aber eine wunderbare Sache ist natürlich, wenn man auch unsere Länder in wie soll man sagen, unterminieren will mit dem Terrormanagement, dadurch, dass eben Radikale, die wir hier künstlich züchten, dahin fahren, kämpfen und kommen zurück. Das ist der Traum von Frau Merkel, nicht wahr? Und des amtierenden Innenministers, dass wir Terrormanagement gewohnt ist, um es so zu sagen. Diese Politik des Hochverrats, der geplanten Unterdrückung der Bevölkerung, dadurch, dass die Bürgerrechte immer weiter eingeschränkt werden. Jetzt kommt die Vorratsdatenspeicherung mit Hilfe der SPD. Was ist das für ein Affenhaufen, der meint, hier regieren zu können? Also wir haben Kräfte, die wollen, dass wir hier aufeinander losgehen, dass hier Terror, dass wir... NSU ist nichts anderes. Ja. Wir schaffen so viel Immigranten, deswegen laufen wir immer zu Immigrantenunterstützungsprogramme im Fernsehen. Ach, die arme Familie sowieso kommt. Mein Herr Gauck hat ja in Indien gesagt, in einem Land mit einer Milliarde Einwohner, bei uns ist Platz. Da fasst man sich doch irgendwie an den Kopf in der Verhältnismäßigkeit, oder nicht? Genau, und da sieht man eben auch, welches kranke System uns einen dermaßen kranken und, wie soll man sagen, in der Politik nicht mehr zurechnungsfähigen Bundespräsidenten beschert haben, der ja niemals hätte Präsident seiner Behörde werden dürfen, weil er selber involviert war. Ja. Also von Herrn Gauck gibt es eben Geschichten, dass er dann mit seinen Mitarbeitern über seinen Fall diskutieren durfte. Solche Sachen finde ich ungeheuerlich. Ja. Und dann wird man mit so einem Background natürlich bei uns Bundespräsident, weil man dann so schön erpressbar ist wahrscheinlich. Ich glaube, da sind viele erpressbar, leider. So funktioniert das System wahrscheinlich überhaupt auch nur mit Erpressung. Das Schöne ist, bei Ihnen sehe ich, dass Sie eben quasi fast wie ein Diplomat ohne Auftrag oder Auftrag vom Volk, also von den Menschen, in die verschiedenen Länder reist und sagt mal, Leute, wir Deutschen, wir wollen eigentlich gar nicht das, was Frau Merkel will oder was, ne? Dass das eine wichtige Mission ist, dass wir diese Verbindung und dass wir diese Botschaft auch deutlich sagen, auch ich nochmal hier aus dem Bewusst-TV-Studio, dass wir weder was gegen die Russen haben, noch gegen irgendein, wir wollen in Frieden leben. Was haben uns denn die Russen getan? Wir haben denen was getan. Genau. Was hat uns denn der Iran getan? Seit Jahrhunderten, die von Jahren kein Volk angegriffen hat. Ja. Das ist doch absurd. Ja. Was machen wir denn? Wir helfen unterdrücken. Ja, nicht? Wir helfen. Von Rammstein gehen ja die ganzen Flüge der NATO. Von unserem Boden. Und damit sind wir nebenbei gesagt, automatisch Kriegsteilnehmer. Ja. Das ist im internationalen Recht vollkommen klar geregelt. Da gibt es gar keine Debatte. Und deswegen machen die Amis das gern von unserem Boden aus. Ja, da können wir froh sein, dass die anderen Länder das noch nicht mal so direkt jetzt gegen uns und an die Wahrheit. Ich will vielleicht noch mal was zum Schluss sagen. Ja. Ich habe auch gar nichts gegen Amerikaner.
Ja. Das ist vielleicht komisch, das zu sagen, weil ich in meinem Leben so viele dermaßen nette Amerikaner gelernt habe. Neben uns ist jetzt eine amerikanische auch, aber nicht Familie eingezogen, total nette Leute. Sie haben mir auch schon geholfen mit irgendwelchen Übersetzungsfragen, wo man dann doch mal den Einheimischen fragen will und so. Amerikaner übrigens, die ganz bewusst sich hier niederlassen, weil sie ihr eigenes Land nicht mehr ertragen. Wir hatten 2003 einen Brief von 150 führenden amerikanischen Wissenschaftlern, die ihre europäischen Freunde angefleht haben, etwas gegen den Irakkrieg zu machen. Mhm. So sieht das aus. Mhm. Damals wurde es noch von der Süddeutschen veröffentlicht, das wäre heute gar nicht mehr möglich. Ja. Aber das ist die tatsächliche Lage und deswegen kann man nur sagen, mit Selbstbewusstsein und mit Kraft können wir demonstrieren gehen, aber bitte nicht mehr ohne Programm. Und wir brauchen ein Programm. Pegida ist sozusagen der Weg gewesen, meiner Ansicht nach, mit Hilfe des Verfassungsschutzes und des Systems. Ja. Die hatten eindeutige Unterstützung aus den Systemmedien. Das ist alles kein Zufall. Sofort war der Name ja auch überall in den Medien. Sofort, man kann's auch totschweigen. Sofort, genau, war das da. Und daran sieht man an diesem 19-Punkte-Plan, dass die sehr wohl ein vernünftiges Kleinstprogramm haben durften, aber um Gottes Willen unter dem Namen Pegida, der ja krank ist. Ja, es gibt keine Islamisierung Europas, jawohl, es gibt eine Zersiedlung mit zu viel Ausländern und das ist eine bewusste Politik, aber das können wir ja doch nicht als Menschen auf dem Rücken dieser Flüchtlinge austragen. Wir müssen gegen unsere Regierung aufstehen, nicht Ausländer die Politik, zusammenschlagen. Die dahinter steht. Ja, nein, genau, auch nebenbei gesagt, nicht Polizisten zusammenschlagen, die auch bloß unterbezahlt und traurig sind und sind Büttel dieses Systems, sondern wir müssen vor Merkels verfluchtes Kanzleramt ziehen. Aber ich glaube, wir können abschließend vielleicht nochmal sagen, dass es überall auf der Welt Bewegungen gibt gegen das System, was wirklich zerstörerisch ist, was die Menschen, die Völker gegeneinander aufhetzt. Und das ist ein oligarchengeleitetes System, das muss uns klar sein. Das erkennen auch immer mehr Menschen, offenbar. Ja, zum Glück erkennen das immer mehr Menschen und zum Glück weiß ich, dass auch in den Kreisen von wohlhabenden Leuten oder sehr wohlhabenden Leuten es durchaus nachdenkliche Leute gibt. Ich suche diese Kontakte, ich bekomme diese Kontakte und es wird auf jeden Fall, wie soll man sagen, das Konsequenzen haben. Und meine einzige hohe Furcht ist, es ist zu langsam. Deswegen stehe ich auch so ein bisschen persönlich unter Dampf, das unbedingt zu machen. Ja. Das ist klar, man spürt, es geht so rasend schnell, die Dinge entwickeln sich, aber ich sehe auch auf der anderen Seite, wir haben auch im Vorgespräch ein bisschen drüber geredet, dass eigentlich die Kriegsgefahr ja enorm hoch ist und wie getrommelt wird. Das zeigt eigentlich die Verzweiflung der Kräfte, die unbedingt noch diesen Plan durchziehen wollen, dass dieser Plan oder diese Pläne einfach nicht mehr klappen wie früher. Damit gehe ich eben von Haus zu Haus, nicht? In den Vorträgen, das mache ich jetzt seit einem guten Jahr, dass ich sage, die Finanzmafia bestimmt, ob wir Krieg führen oder nicht. Das kann nicht wahr sein. Wir haben und wir müssen benennen, dass es eben für die Finanzmafia eindeutig ab jetzt rückwärts gehen muss. Ja. Das müssen wir erzwingen und das können wir nicht mit ein paar Mahnwachen ohne Programm. Es muss ein Programm her für die Sache. Ich weiß noch, wie das anfing mit Lars Mayholz und so weiter. Und dann kamen so die ersten Telefonate mit Mahnwachen, die mich einladen wollten. Und dann hieß es, ja, unser Kamerad sowieso oder Frau sowieso fährt da gerade rum. Da müssen Leute auf Linie gebracht werden. Ich sagte, wie bitte auf Linie bringen? Sowas kenne ich eigentlich nur aus dem Ostblock. Ja. Also im Prinzip war da auch schon spürbar, dass durch die Programmlosigkeit der Haufen auch schnell wieder auseinanderlief. Und jetzt ist diese Kiste ein bisschen tot. Ja, ja. Und dabei brauchen wir sie wach und stark. Aber das geht eben nur, wenn man weiß, wohin. Und dafür brauchen wir ein Minimumprogramm, aus dem jeder klar sieht, hier werden nicht neue Machtstrukturen geschaffen. Ich meine, die Leute sind ja auch schon vollkommen wuschig im Kopf. Wenn die Politik hören, dann denken sie bloß an Lügen. Das ist aber nicht richtig. Man kann auch ernsthaft und ethisch Politik machen. Und wenn wir das nicht schaffen, dann werden uns diese Mafiosi skalpieren. Das ist ganz klar. Die werden uns ausrauben und in dem Moment, wo wir nicht mehr zahlen, werden wir noch einen Krieg bekommen. Ja, und vergiften, das ist das Problem. Und vergiften Planeten, sowieso, damit wir schön dummselig und, wie soll man sagen, führbar werden. Das sind die Dinge, um die es geht. Und das ist jetzt, glaube ich, der Punkt, um zu verstehen, dass wir in die Aktion müssen. Wo kann man jetzt was über Sie finden? Ihr Seite christophhoerstl.de?
Genau, da ist das. Man kann auf der Seite deutsche-mitte.de sich die wachsende Programmatik angucken. Wie gesagt, nächsten Montag, vielleicht auch schon Sonntagnacht, ist eben das neue Verteidigungsprogramm drin. Und dann sieht man, dass wir es ernst meinen und dass wir uns auch nicht wieder zurückdrehen lassen. Und vor allen Dingen, dass wir nie wieder irgendwelche Soldaten ins Ausland schicken und das Volk hat nicht drüber abgestimmt. Sowas geht überhaupt nicht. Richtig, das ist eine ganz klare Aussage. Und kein Mensch will eigentlich Krieg. Es sind ganz wenige, die es wollen. Kein Deutscher will Krieg. Nur korrupte Deutsche wollen Krieg. Das ist vollkommen klar. Die Masse will das überhaupt. Und die dann noch erpresst werden. Also die Strukturen sind halt, wir könnten stundenlang wahrscheinlich reden. Sie haben viel gemacht, aber ich denke, es war sehr viel drin, wo man sich weiter mit beschäftigen kann. Aber eine ganz klare Botschaft von hier an auch die Leute, die das ja in aller Welt gucken, vielleicht dieses Interview. Wirklich, wir wollen Frieden. Wir wollen in Frieden. Wir wollen nicht über anderen stehen. Wir wollen mit allen im Frieden zusammenleben und Gerechtigkeit und Gesundheit fördern. Und das so wie es jetzt läuft. Man soll verdienen dürfen, man soll viel verdienen dürfen. Das ist alles nicht das Thema, es ist nicht Neid hier das Thema oder sowas ähnliches. Nicht im geringsten, sondern es soll einfach rechtlich zugehen. Und es kann nicht sein, dass aus dem Geldverdienen ein Unterdrücken wird. Ja. Im Inland nicht und im Ausland nicht. Geldschöpfung aus dem Nichts im Grunde. Es kann nicht sein, dass wir ein Wirtschaftssystem haben, dass wir inzwischen laut der neuesten Studie das Land mit der geringsten Geburtenrate der Welt sind. Das ist die neueste Studie. Das ist eine glaubwürdige Studie. Das ist nicht eine Studie aus Hintertupfing. Und das sind die Dinge. Und das müssen wir einfach umdrehen. Und dafür brauchen wir programmatische Arbeit. Und dann möchte ich mal diese Systemmedien sehen, die sich an diesem Programm dann die Zähne ausbeißen werden, weil man dann eben nicht mehr sagen kann, die Leute wissen nicht, warum, wofür sie da sind, oder die Leute hängen irgendwelchen Verschwörungstheorien an, dass man in diesem Land die Hebammen beseitigen will, nicht? Durch diesen furchtbaren Herrn Gröhe. Das ist ja nun nicht eine Verschwörungstheorie, das macht der Mann. Klar, über die Versicherung und so weiter. Und glaube ich, noch ein Appell an Ihre ehemaligen Kollegen bei der ARD, ZDF und AOK, dass Sie, können Sie die vielleicht in Ihrem Job auch zumindest wieder ein bisschen mutiger werden und sagen, also auch wenn ich den Job behalten will, aber ich muss hier mal ganz klar sagen, was wir hier machen, ist einfach falsch. Mucks, genau. Und da kann ich nur eins sagen, habt den Mut, kämpft, lasst euch rausschmeißen, denn die Verhältnisse werden sich ändern. Ja. Und die, die rausgeschmissen werden, die kriegen dann ganz tolle neue Jobs. Das ist versprochen. Gar keine Frage. Der große Wandel steht nicht wahr, Herr Konrad. Wir haben da noch ein bisschen Bedarf an der Verbesserung. Besonders in den Leitungsebenen werden dann Posten frei. Das wird gut werden. Die Leute sehnen sich nach Medien, die aufrichtig sind, nach authentischen Menschen. Also der Bedarf wird steigen an diesen alternativen Medien. Und irgendwann wird es vielleicht eben wirklich viel mehr. Wir stehen vor dem Umschwung. Gar keine Frage. Und der ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Und deswegen kann man nur sagen, jetzt kämpfen, jetzt bringt's was und jetzt positioniert man sich. Und vielleicht hat man Schwierigkeiten, die haben wir alle gehabt. Ja. Aber ich kann nur sagen, wir beide sind ja wahrscheinlich ein Beispiel dafür, dass man die überlebt. Es geht. Trotz aller Anfeindungen sind wir sehr weit gekommen und ich finde das toll, was Sie machen. Und insofern nochmal herzlichen Dank an die Spender in meinem Fall auch, denn sonst hätte ich die Reisen nicht machen können. Genau. Und Ihnen auch. Genau. Ja. Das gut, dass wir zusammen Erwähnen wir ungern, dass alle natürlich ein bisschen Geld brauchen, aber unterstützt das. Aber ich finde das toll, was Sie machen, eben an journalistischer Arbeit und wirklich vor Ort fahren und mit den Menschen reden. Das ist ganz wichtig, um zu zeigen, was da wirklich abgeht und auch, dass wir Deutschen eigentlich nur das Beste wollen und eine Freundschaft mit allen Ländern. Das ist es. Bei mir ist das Journalistische mehr so ein Abfallprodukt, wenn ich das sagen darf. Aber ein schönes. Aber eben, wie ich meine, ein positives. Bei mir verhindert es, dass ich ein Magengeschwür bekomme. Es macht die Reisen in der Öffentlichkeit nutzanwendend. Über das meiste kann ich eben nicht reden. Aber ich glaube, dass es sinnvoll ist, sozusagen immer zu informieren. Und ich habe jetzt in Moskau gelernt, dass die Informationsarbeit, die ich dort geleistet habe mit meinem kleinen russischen Verteiler von besonderen Persönlichkeiten, wie gut das gekommen ist. Die Gespräche waren jetzt in Moskau ganz anders als vor einem Jahr. Wunderbar. Ich sage weiter so. Vielen Dank, Christoph Förstel. Dankeschön.